Ja, als ich am Morgen losgefahren bin, da hatte ich eigentlich noch gar nicht so wirklich gewusst, wo ich langfahren werde, hatte keine Route geplant, sondern wusste einfach nur, dass ich den ganzen Tag in der Natur sein möchte. Bin kurz nach Sonnenaufgang von zu Hause fort und wollte erst kurz vor Sonnenuntergang zurückkommen. Als Ziel hatte ich so grob den Gipfel vom Himmeltungberg mit im Kopf. Und ja, als ich los bin, viel los war noch nicht auf den Wegen. Wie man sieht, selbst die Rehe waren erschrocken, dass dort schon ein Mensch unterwegs ist. Und nach knapp 15 Kilometern auf Radwegen bin ich dann endlich auf den ersten Feldweg. Dann weiter ins Gelände und ja, war in der Natur. Nach einem kurzen Blick auf den Rotsee bei Bischofsheim in der Rhön hat mein erster, ja wirklich knackiger Aufstieg begonnen in Richtung meines ersten Gipfels. Und ja, weiter ging es immer bergan durch die karge Rhöner Natur. Und schließlich habe ich ihn erreicht, den ersten Gipfel, die Hohe Dalle. Während ich am Morgen auf den Rhön zugefahren bin und überlegt habe, wie ich denn am besten auf den Himmeltung fahren könnte, da war auch die Idee geboren, die Idee der Fünf-Gipfel-Tour. Und ja, bei der Abfahrt von der Hohen Dalle hinab konnte man schon immer den Heidelstein, meinen zweiten Gipfel, vor mir sehen. Und ja, auch ein fantastischer Aussichtsgipfel. Und hier zum Beispiel auch auf einen der Berge, der in der Tour auch noch von mir erklommen wurde. Theoretisch hätte ich auch um einiges direkter zum nächsten Gipfel fahren können. Aber praktisch wollte ich nochmal hier vorbei, beim Jagdschloss Holzberghof. Einfach, weil es mir dort gut gefällt und auch die Trails, die ich dann weitergefahren habe, gefallen mir sehr, sehr gut. Zwischendurch kam ich noch am sogenannten Rhönhäuschen vorbei, auch ein Punkt, den ich gerne mag. Und ja, ab da ging es technisch teilweise nicht ganz einfach, hier wieder etwas einfacher. Aber sehr steil in Richtung, ja, von meinem Hauptziel eigentlich der Tour, dem Himmeltungberg. Auch ein genialer Aussichtspunkt. Hier habe ich dann auch erstmal eine Pause gemacht. Die offizielle Radfahrerpause. Vielleicht kennt ihr den Running Gag, aber habe hier tatsächlich etwas länger verweilt, eine Brotzeit angelegt. Und ja, runter zu ging es dann, wie man sieht, etwas rasanter. Der Dreck ist mir links und rechts um die Ohren geflogen und auch auf dem Rad ist einiges hängen geblieben. Sieht man am Ende. Und auch bei der Abfahrt ist die Aussicht aber einfach genial. Man sieht hier vor mir den Arnsberg, den ich hier auch schon wieder besteige und links davon war der Kreuzberg. Der Arnsberg hat mich tatsächlich nochmal vom Sattel gezwungen. Hier durfte ich ein ja, bisschen schieben, knapp 500 Meter, bis ich dann endlich wieder auf dem Sattel saß und den Rest nach oben wieder pedaliert habe. Man kommt raus oben am Skilift. Ich hoffe, der hat diesen Winter wieder etwas öfter geöffnet. Das war letzten Winter leider nicht so. Ja, und dann ist man auch schon am Gipfelkreuz. Etwas schade, wie es aktuell am Klosterkreuzberg aussieht. Normalerweise tummeln sich die Leute hier in Scharen, kehren ein, genießen eins der leckeren Klosterbiere. Aber natürlich ist das Kloster auch vom Lockdown betroffen und dementsprechend ist da gar nicht so viel los. Auf dem Gipfel hat man dann doch wieder ein paar Menschen gesehen
Und ja, hier sieht man auch schon die drei Kreuze, ein ganz beliebter Punkt, um Fotos zu schießen. Auch ich habe das natürlich gemacht, obwohl ich schon einige hunderte Male hier oben war. Aber es ist immer wieder genial. Hier auch nochmal am ja, Gipfelkreuz hier vorbei. Und dann geht es etwas rasanter bergab. Der Kreuzberg ist der höchste Berg der Bayerischen Rhön. Und dementsprechend, ja, wenn man weit oben war, darf man natürlich auch so reich hinunterfahren. Und ja, dafür macht man es ja auch irgendwie. Irgendwann kam ich natürlich wieder im Tal an, und zwar auf diesem Radweg, auf dem ich auch schon meine Tour gestartet habe. Eine mega geniale Tour. Fünf Gipfel habe ich erklommen und rechtzeitig vor Sonnenuntergang war ich wieder zurück.